Okay. Ist die Tür jetzt eigentlich hier kaputt? Nee, die wurde ja nicht. Nee, ich habe es ja so hingekriegt, dass die Tür nicht aufgedrückt wurde vom Zombie, ne? Sind immer noch zwei verschiedene Räume hier, ne? Ja. Aber er. Der liegt ja immer noch da, der Zombie. Ich würde das gerne mal sehen, wenn ein Crimson Head gegen einen Hunter kämpft. Es gibt hier ja kein Monster Infighting, ne? Wie bei Doom zum Beispiel. Aber das wäre mal interessant. Ein Hunter und ein Zombie in einem Raum. Wer gewinnt? Die würden sich ja halt nicht gegenseitig angreifen, aber wäre interessant. Also ein Crimson Head Zombie, ne? Nicht, also ein normaler Zombie wird, glaube ich, keine Chance haben gegen Hunter. Allein, dass ich mir über diese Sachen Gedanken mache, das ist schon krank. So, das müsste jetzt die letzte Tür. Nee, die vorletzte. Scheiße. Ja, stimmt. Hab ich jetzt noch. Jetzt habe ich ja kaum Platz. Fuck. Ach, Mann. Ich bin auf Warnung. Ich fress das Kraut. Ich habe Platz. Ja, ich muss mir dieses Schmuckkästchen gleich schnappen als erstes. Bevor ich mir irgendwas anderes schnappe. Das ist ein Tagebuch, das kann ich mitnehmen. Oder Notizbuch. Das ist also, ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, den ich als reines Experiment entwarf, sich so auszahlen würde. Ich kann mich hier eine Weile sicher verbergen, denn niemand kennt das Geheimnis hinter diesem Gemälde. Nicht einmal Sir Spencer. War das jetzt neu? Nee, ne? Ein Porträt einer Frau mit traurigen Augen. Ach, ist das vielleicht ein Hinweis auf den Teleskop? Na, auf den Umkleideraum, weil das hinter einem Gemälde ist. Das könnte natürlich sein. So. Hier ist, glaube ich, ein Zombie drin, ein dicker. Den kriege ich tot. Hi, mein Freund. So, der ist weg. Jetzt brauche ich mal erst die Schmuckschatulle, bevor ich irgendwas anderes mache. Die ist wichtig. Den kombinieren wir hier mit. Tada! Oh, Puzzeln, richtig. Das gab es ja auch noch. Habe ich mir fast vergessen. Ja, nehmen wir mal das Ding. So, als erstes schön einpassen. Dann nehmen wir als nächstes den da. Wie war denn das jetzt noch? Muss ich wieder überlegen. Fuck. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich nehme erstmal einen anderen. Nur das. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es hier hin muss. Ah, sieht gut aus. Teil einpassen. Ist okay. Nein. Sieht auch gut aus. Der hier ist der nächste. Ich sehe es schon, der muss dahin. So. Ja, jetzt ist es eindeutiger, was ich mache. Nein! Ich will das Puzzle nicht beenden. Warum sollte ich? Ah, so war das. Okay. Machen wir das so. Es ist doch gut so. Das möchte ich jetzt gerne. Ja, ist ein bisschen verpixelt hier alles und ein bisschen verkrüppelt, aber das sollte wohl hinhauen, ne? Komm. Mach jetzt keinen Scheiß hier. Ach nö. Ah, danke. Hat geklappt. Richtig, das Sir Spencer-Schlüssel, den haben wir ganz vergessen. Den gibt es ja auch noch. Den können wir aber auf den Rückweg dann mitnehmen. Den Dagger nehmen wir mit. So, das nehmen wir auch mit. Perfekt. Vielleicht kriege ich jetzt ja noch ein bisschen Gewehrpatronen an der einen Schublade. Wenn da jetzt nämlich Farbbänder drin sind, kann ich sie nicht mitnehmen und Pistolpatronen kann ich gerade auch nicht mitnehmen. Gewehrpatronen schon. Es würde mich freuen, wenn es Gewehr ist. Die lassen wir jetzt hier. Also, wir haben genug Farbbänder. Ich brauche sie nicht, ganz ehrlich. Nicht so viele.
Dann gehe ich jetzt wie vor. Ich muss oben rum zurück in den. Beziehungsweise nicht zwingend, aber. Sind da jetzt Hunter? ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Es kann natürlich sein, dass hier Hunter sind. Da sind Hunter. Es gäbe noch einen Weg unten rum. Ja, aber nee, ich. Wobei. Das ist, glaube ich, gar nicht so doof. Nee, das ist. Nee, 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 ich geh hier lang. Das ist halt nur der eine Raum hier. Und da muss ich halt gucken, auf welcher Seite der Hunter ist. Wenn es denn nur einer ist. Natürlich sind es zwei. Ja. Lauf doch. Ich hyperventiliere. Okay. Oh, bin auf Warnung. Nehmen wir das. Immer auf Warnung. Ach, habt ihr es gesehen? Ich bin an der Tür vorbeigelaufen. Scheiße. Jetzt ist ja alles voll von diesem Zeug. Arg. Ich brauche die Modus nicht. Nimm mir die. Ja, besser ist es so. Welchen Raum machen wir jetzt zuerst, ist die große Frage. Scheiße. Erst, ja, ich bin jetzt eigentlich schon auf der richtigen Seite. Ich mache die Schlange zuerst. Okay. Ich werde jetzt aber nicht nochmal speichern. Wir müssen das jetzt schon so machen, denke ich. Immer mal das und das mit. Brauche ich da noch irgendwas für die Schlange? Nö, ne? Eigentlich erstmal nicht. Gut. Wie gehe ich jetzt? Ich gehe wieder hoch. Ne, ich gehe nicht hoch. Ich muss. Wo muss ich denn jetzt lang? Klar, Moment, Moment. Ich muss ja in diesen Gang, wo diese Ritterstatuen waren. Das ist auf jeden Fall ein Obergeschoss. Einen Moment. Ich muss hier gerade mal eben klar denken. Ach, da muss ich hin. Wie komme ich denn durch da? Ich muss gerade. Ich gehe gerade das in meinem Kopf durch, wo welche Türen langlaufen. Da bin ich jetzt. Ich muss da hoch. Und dann müsste ich. Ja, ist das die Treppe? Das ist der Raum, den ich meine. Genau, da muss ich hin. Das heißt, ich müsste jetzt praktisch, wenn ich die Treppe hochgehe, eigentlich der Weg da lang geht, das ist Quatsch. Aber das kann ich machen. Doch, genau. Ja, das mache ich. Treppe hoch und dann durch die Tür. Also die, da wo der Hunter jetzt eigentlich gerade steht oder stand, wenn er jetzt wieder oben ist. Ich weiß es ja nicht, wo er jetzt ist. Wahrscheinlich steht er jetzt ja wieder oben. Jetzt habe ich den Kampf angefangen. Wie sah das denn aus?
Ist rückwärts die Treppe runtergepurzelt. Sah sehr, sehr köstlich aus, ja. So, ich habe euch beide erledigt, ihr Penner. So, hier wollte ich nämlich durch. Oh, da muss ich auch lang. Ich hoffe, dass meine Patronen reichen für die Schlange. Muss hier lang. Crimson Head? Nee, kein Crimson Head. Aber hier bin ich richtig. Da muss ich lang. Ich bin teilweise immer noch ein bisschen verwirrt bei dieser neuen Anordnung der Räume im Remake. Ich habe halt das alte wesentlich öfter gespielt. Und da habe ich halt die Skizze so im Kopf, dass mich das manchmal noch ein bisschen durcheinander bringt, wo jetzt neue Räume sind und wo nicht. Und wo die hinführen vor allem. Und wie das verstrickt ist dann. So, jetzt brauche ich die Schlüssel nicht mehr. Sehr gut. Ja, wenn wir das hier alles verlassen, dann nehme ich den Sir Spencer-Schlüssel natürlich noch mit. Da sind noch Kräuter. Da kann ich mir noch eine schöne Dreiermixung jetzt zusammenhauen. Finde ich gut. Wobei ich könnte auch das so lassen, aber machen wir erstmal eine Zweiermischung und gucken, was dann passiert. Ich habe es schon gehört. Hi, ich komm schon. Hallo. So, ja. Lauf weg. Sieht doch ganz gut aus, ne? Lauf! Nicht beißen lassen, nicht beißen lassen! Oh, das war knapp. Okay. Die ist tatsächlich gar nicht so schlimm, ne? Es hält sich alles in Grenzen. Jetzt liegt sie hier. Obwohl es gerade, ja, schon ein bisschen komisch. So, wir nehmen jetzt das Zeug mit. Ich habe ja noch einen Platz frei. Genau. Da ist jetzt der Adler drin. Der Adler. Leseratte. Aha. Ich musste das doch mitnehmen, das Buch. Okay. So, und auch hier das gleiche Eselsohr übrigens wie in dem anderen Buch. Sehr interessant. Sehr interessant. Okay, das haben wir geschafft. Ich lade nochmal nach, sehe ich gerade. Jetzt würde ich sagen, hier kommen wir nicht raus. Das würde ich sagen, genau. Und wir gehen jetzt. Wo gehen wir jetzt eigentlich genau hin? Ja, zum Sir Spencer-Raum. Und zwar so, dass wir möglichst wenigen Viechern begegnen. Das ist gerade die Kunst. Und da überlege ich gerade, was am sinnvollsten ist. Ich muss irgendwie jetzt erstmal, wenn ich in der Haupthalle bin, ist kein Problem. Wir haben jetzt ja den Shortcut offen. Zum Glück. Überlegen, überlegen, überlegen. Am besten, ja, falscher Weg. Ich gehe jetzt den Weg in diese, ja, diese Empore über dem, oder die Galerie, sagen wir mal, über dem Dining Room, ne, diesen Esszimmerbereich. Frage ist, sind hier jetzt Hunter unterwegs? Wahrscheinlich. Er visiert nichts an. Okay. Das wundert mich ein bisschen. Okay. Ganz kurz gucken. Die Tür bringt mir nichts. Also ich muss schon jetzt die rechte Tür nehmen, ja. Und dann muss ich hoffen, dass ich da irgendwie vorbeikomme jetzt an den beiden Huntern. Ich renne einfach durch, scheißegal. Hi.
Ich dachte, er haut mir jetzt den Kopf ab. Entschuldige. Ich war gerade etwas in Panik. So, ab jetzt sollte der Weg eigentlich ein Spaziergang werden, weil wir gehen jetzt den Hinterhof hier entlang. Ich könnte übrigens das Farbband noch holen. Nee, könnte ich nicht. Außer wenn ich das eine Kraut fresse. Nee, lass das Farbband da liegen. Was soll das? Ich brauch's nicht. Ich werde nicht noch 14 Mal speichern, was wir da noch haben. Das wirklich nicht. So, jetzt gehen wir hier nämlich rum. Und das ist das Schöne an diesem Shortcut. Der gefällt mir richtig gut. Ich habe jetzt für Spencer Schlüssel nicht dabei. Gut, da ist ja ein Speicherraum, ne? Ja, dann gehen wir da als erstes hin. Ist ja mies, wenn jetzt hier einer drin wäre. Aber haben sie nicht gemacht. Gut. Ja, dann muss ich jetzt tatsächlich hoffen, dass der Raum noch leer ist. Den habe ich ja abgeknallt hier. Eigentlich dürfte hier keiner mehr sein. Rein rechnerisch. Und die Tür ist ja wieder heile. Da kann ich so oft durchgehen, wie ich will. Passt eigentlich alles. Ja, kann ich mitleben. Okay. Gut. Ja, dann können wir den Bereich jetzt einfach wieder verlassen und uns auf den Weg in die Kanalisation begeben. Wie rüsten wir uns denn da aus? Da sind ja auch hauptsächlich Hunter unterwegs, ne? Die Wolfsmedaille, die Adlermedaille packen wir zur Wolfsmedaille, genau. Brauche ich da jetzt, ja, ich brauche jetzt schon die Kurbeln, ja, logisch. Und die Batterie brauche ich auch. Was mache ich denn hier? Ich will ja erstmal in den Sir Spencer Raum rein. Das ist das Erste, was ich machen will. Wo ist denn jetzt der Schlüssel? Da. Das ist das Erste, was ich mache. Und dann kopiere ich das vor allem. Dann kombiniere ich das. So, und danach können wir dann entscheiden, wo wir hin wollen. Also, wo ich hin will, weiß ich schon, aber was ich dann mitnehme. Also, die Kurbel und die Batterie brauche ich in jedem Fall. Aber jetzt gucken wir erstmal, was da noch drin war. Ich meine, da ist ein. Ja, ich kriege schon Schock. Ich meine, da gibt es Modisk und vielleicht noch mal Magnum-Patronen. Glaube ich. Den kann ich wegschmeißen, sehr schön. Das finde ich übrigens ganz cool, dass Sir Spencer einen eigenen Schlüssel hat. Das hätten sie auch im Original schon machen können, finde ich. Oh! Rebecca! Is she upstairs? Ach, jetzt kommt das! Es geht durch die Tür. Ach, jetzt kommt das! Okay, wenn ich hier drin bin. Gut, da beeile ich mich jetzt, weil ich möchte natürlich Rebecca retten. Ich möchte das gute Ende, ne? Verständlich. Ich beeile mich. Ich hoffe, dass da jetzt keiner auf dem Flur ist. Ich komme jetzt ja von dieser Seite aus gar nicht rein, ne? Ja, dann muss ich. Ich weiß, dass sie in dem Raum drin ist. Das hatte ich ja noch in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt direkt töten muss oder ob das eine Cutscene ist, in der ich ihn töte. Da ist jedenfalls ein Hunter drin, das weiß ich. Ich hoffe, ich war schnell genug. We can't stay here any longer. We have to get to the others and find a way out of here. You with me? Yes. Then I'll go ahead. Until then, Rebecca, you're on your own. Stay cool and use your better judgment. Got it? I can handle myself. Good luck. Haben wir ja gesehen, dass sie sich um sich selbst kümmern kann, ne? Aber genau, das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten wir sie halt praktisch am Ende nicht mehr dabei gehabt und dann wäre sie jetzt verreckt. Wenn wir dem jetzt einfach nicht nachgegangen wären, gesagt hätte ich auch, komm, lass sie doch da schreien, dann wäre sie am Ende nicht gekommen, um uns praktisch beizustehen im Endkampf. Und halt vorher auch schon bei dem Selbstzerstörungsmechanismus in dem ganzen Gedöns. Das war schon eine wichtige Sache gerade. So, jetzt kann ich mir den Raum nochmal in Ruhe angucken. Okay. Ich wusste doch, dass diese Szene irgendwann kam. Ich dachte, ja,
dachte, das wäre jetzt schon vorbei gewesen oder dass die Gelegenheit jetzt schon verstrichen ist. So, dann haben wir das auch noch. Das ist mein Gewissen wieder beruhigt, dass ich nicht alles falsch in Erinnerung hatte. So, jetzt gucken wir uns hier erstmal um. Licht anmachen. Licht anmachen. Licht anmachen. Danke. Also. Da ist das Farbband? Ach, das ist der Metallring. Oder das Metallobjekt, richtig. Das brauchen wir ja noch. Stimmt. Dann nochmal eine Granate. Das ist sehr gut. Eine Sammlung wissenschaftlicher Bücher. Fast alle befassen sich mit Biologie. Der Inhalt ist unberührt. Vielleicht war hier noch niemand. Das ist ein Schalter. Nein. Das ist sehr gut. Sehr gut. Ja. Dann machen wir das Licht wieder aus. So. Gut. Jetzt muss ich mir trotzdem noch die Kurbel und die Batterie holen. Und dann können wir den Bereich hier verlassen. Finde ich eigentlich ganz geil, dass sie das hier eingebaut haben mit dieser Rettungsaktion. Das macht das Ganze doch wieder ein bisschen spannender. Vor allem für diejenigen, die das Spiel schon kennen, muss ja auch ein bisschen Abwechslung vielleicht drin sein. Hat man natürlich auch schon durch die ganzen Räume und so, durch diesen zusätzlichen Storystrang mit Lisa und so. Aber das ist cool, so kleine Sachen. Ich mag auch das mit den... Theoretisch mag ich das auch mit diesen Leichen abfackeln. Das ist eine geile Sache. Weil das auch ein bisschen komplexer macht. Man muss halt wieder mehr überlegen, was man wo macht und so. So. Sollte reichen. Und jetzt nehmen wir die wo ist sie? Die Kurbel und die Battery. Die nehmen wir auch mit. Sehr gut. So sollte das gehen, ne? Oh. Wir haben ja tatsächlich aktuell nur, ja gut, wir haben drei Waffen, ja. Aber Pistole und Schrotflinte, mit denen wir eigentlich am meisten kämpfen. Wir hätten jetzt ja mit Jill noch zusätzlich den Granatwerfer gehabt. Der fällt komplett flach bei Chris. Die gibt's hier überhaupt nicht. Und ansonsten überlege ich gerade, ob wir noch eine andere Waffe kriegen. Aber ich meine im ersten Teil nicht. Nee. Nee. Gibt's nicht. Okay, schauen wir mal, wie wir jetzt hier durchkommen. Kein Hunter, das ist gut. Wie machen wir das jetzt? Ach ja, jetzt habe ich wieder kein blaues Kraut dabei. Wenn ich jetzt wieder von den scheiß Schlangen getroffen werde. Und ich habe nicht gespeichert. Ich versuche es jetzt einfach und hoffe, dass ich nicht getroffen werde. Sonst muss ich wieder zurückrennen und mir nochmal ein blaues Kraut holen. Wenn ich überhaupt noch eins habe. Da bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ob wir noch ein blaues Kraut im Besitz haben. Naja. Also einmal noch den Gang lang laufen, ohne hoffentlich gebissen zu werden. Das ist jetzt mein Ziel. So, hier. Abwärts. Und da muss ich vielleicht einen Hund da noch abknallen, oder vielleicht auch zwei. Ich hoffe, dass die mich nicht erwischen. Ich habe mittlerweile echt Respekt vor den Hunden. Ja, ganz ehrlich. Ich bin oben angekommen und konnte nichts machen. Die haben mich direkt gezwickt. Was für ein Scheiß. Das ist doch nicht normal. Kein Hund? Doch, doch Hund. Da rein. Hoch. Gut, ich muss ja eh jetzt die Kurbel weglegen. Die brauche ich ja eigentlich nicht mehr. Nee, ich brauche jetzt eigentlich nur das Wasser ablassen und so, aber ich muss mir jetzt erst ein Kraut holen. Ich hoffe jetzt echt, dass ich noch ein blaues Kraut habe. Müsste ich aber eigentlich. Diese grauen Mischungen, da ist ja eigentlich ein blaues Kraut mit drin. Notfalls kann ich mir das ja angucken. Wenn ich mir nicht sicher bin. Aber solange wie ich jetzt damit rumlaufe, brauche ich gleich eh eine große Mischung. Dann passt das eigentlich. Ach ja. Diese vermeintlich
doofen kleinen Schlangengegner, ne, die eigentlich kein Mensch beachtet, die man gar nicht auf dem Zettel hat, wenn man irgendwie an Resident Evil 1 denkt. Die vergiften einen dann und führen einen wahrscheinlich auch dazu, dass man stirbt. Das ist unglaublich. Sollte ich nochmal speichern? Nee, ich weiß nicht, ist das ein bisschen früh, ne? Ist ein bisschen früh. So. Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir irgendwie... Da steht jetzt nicht bei, was das für eine Mischung ist. Ich guck mal eben kurz rein. Prüfen. Eine Mischung aus Grün und Blauen, okay. Ja, ist okay. Dann frisst das jetzt. So, bin wieder gesund. Schön. Die Kurbel brauchen wir jetzt noch einmal und den Rest behalten wir so, wie es ist. Ja, okay. So. Ich will kein Kerosin haben. Ja, war ein bisschen unnötig, das Ganze. Aber was soll's. Den Schlangen müssen wir jetzt nicht mehr begegnen. Dann, ja, hier raus. Perfekt. In der Katalysation, ja gut, diese Steinblöcke, die sind schon eine kleine Gefahr. Also da werde ich dann vielleicht doch nochmal speichern. Da ist ja auch noch eine Schreibmaschine. Aber das kann ich ja dann machen, wenn es soweit ist. Ich weiß ja, wann die erste Steinfalle kommt. Da sind zwar auch noch Hunter, fällt mir gerade ein, natürlich, ja. Vielleicht sollte ich vorher... Ich guck mal. Vielleicht speichere ich doch ein bisschen vorher. So wie ich unten ankomme. Aber dann kommen wir heute auf jeden Fall, denke ich, noch in die Laborbereiche. Also durchspielen, das werden wir heute nicht mehr schaffen, nee. Da fehlt mir dann doch die Zeit zu. Aber dann haben wir in der letzten Aufnahmesession vielleicht noch zwei Folgen oder so, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch drei, müssen wir mal gucken. So. Wir sind insgesamt nur einmal gestorben bisher. Ich habe auch nicht vor, jetzt nochmal zu sterben. Also der Hund, der hat mich echt gewurmt. Ich habe gedacht, wenn ich in diesem Spiel sterbe, dann wird es wahrscheinlich ein Hunter sein. Oder der Tyrant. Aber dass mich ein Hund erwischt, das war überraschend. Das war schon überraschend. Gut. Ich habe ja die beiden Hunde jetzt tatsächlich in dem Garten da abgeknallt. Dann könnte ich ja wenigstens nochmal in Ruhe nachgucken, ob da vielleicht doch noch ein Kraut rumliegt. Dann hätte ich mir diesen ganzen Rückweg eigentlich sparen können, aber da war ich irgendwie jetzt unter Zeitdruck. Da konnte ich nicht in Ruhe gucken. Und ab geht's. Die waren doch beide tot, ne? Oder habe ich den einen nur angeschossen und der war verwirrt? Nö, ist keiner mehr da. Hier ist zwar noch eine Bank, aber ich glaube, hier liegt nichts rum, ne? Den Brunnen kann ich ja nicht anwählen. Ein durchsichtiges Wesen schwimmt im Wasser herum. Stimmt, das hatte er schon mal gesagt. Beziehungsweise das hatte Jill gesagt. Ja, hier ist sonst nichts. Okay. Ja gut, ab in die Kanalisation, würde ich sagen. Und ich meine, jetzt im Remake hier ist da auch eine Schreibmaschine. Beziehungsweise auch eine Truhe. Ich glaube, speichern konnte man auch im Original da, aber der Truhe war das nicht. Das sollte ich dann vielleicht jetzt doch nochmal eben angehen hier. Ja, da ist doch noch ein Farbband. Da ist noch ein Kraut, wo ich nicht drankomme. Das passt ja eigentlich ganz gut, dass ich jetzt hier ein Farbband kriege. Aber ich werde trotzdem schon mal die Kurbel weglegen. Ja, so. Oh, ich denke, das kann man so machen. Eine alte Schreibmaschine, ja. Das wird jetzt die vorletzte Speicherung wahrscheinlich für heute sein. Ja, darüber. Innenhof, erstes Untergeschoss. Das zählt doch als Innenhof hier. Okay. Na gut, das ist halt Innenhof. So, das weg. Die Modus brauchen wir hier nicht. Eigentlich brauche ich jetzt, glaube ich, gar nichts, was ich da so noch in der Truhe habe. Und mit der Pistole komme ich hier nicht weit. Ich muss schon das Gewehr nehmen. Okay, dann sehen wir uns jetzt hier um. Da rein. Treffen wir jetzt hier eigentlich auf Wesker? Nee, ne? Wenn wir das mit Lisa zu tun kriegen? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ein großer Felsblock versperrt den Weg. Unter dem Felsblock Brocken sind Blutflecken.
Ja, kennen wir schon. Oder machen wir das ganze Abenteuer da mit Lisa alleine? Wahrscheinlich, ne? Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass wir hier auf Rebecca treffen. Ich glaube nicht. Wäre mir irgendwie neu. Das Ding kann da eigentlich erstmal drin bleiben. Das nimmt nur Platz weg. Aber liegt hier nicht noch was rum? Ja. Pistolenmagazin. Ja, komm. Was soll's. Können wir höchstens später nochmal bei den Laborbereich benutzen. Ansonsten brauchen wir, glaube ich, kaum noch eine Pistole. Was liegt da noch rum? Noch ein Pistolenmagazin. Ja gut, dann lohnt sich's wenigstens. Können wir jetzt gleich Enrico die letzte Ehre erweisen?